Das Meta-Abo-Programm. Was steckt genau dahinter? Ab dem 8. November kostenpflichtiges Meta-Facebook-Instagram. Wir werden heute ein bisschen darauf eingehen und lassen uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist nach wie vor Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Chamo an meine Seite geholt und wir werden über die News aus dem November 2023 sprechen. Und zwar hat Meta jetzt quasi veröffentlicht, dass man die Plattform quasi kostenpflichtig nutzen kann. Tarife sind folgendermaßen. Es gibt für normale Nutzer eine Kostenstruktur. Du zahlst 9,99 € im Monat und siehst keine Werbung mehr. Für iOS-Nutzer ist es ein bisschen teurer, da sind 12,99 €. Aber unterm Strich steht eben, okay, Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, gegen eine Pauschale keine Werbung mehr auf der Plattform zu sehen. So, für uns, die halt viele Partner haben, die auf der Plattform werben, ist das natürlich ein Thema, weil wir natürlich auch schon von Partnern gehört haben, hey, was machen wir jetzt? Ist die Plattform auf einmal weg? Fallen mir jetzt irgendwie die Nutzer weg? Und wie wollen wir damit umgehen? Wir wollen heute mal ein bisschen damit aufräumen, weil wir persönlich von der A&M uns relativ sicher sind, dass das keine großen Auswirkungen haben wird auf den Bereich Online-Werbung. Aber wie gesagt, ein paar Argumente wollen wir dazu natürlich auch schon mal liefern. Erstes Argument, was ich hier mitgeben möchte, ist einfach die Macht der Gewohnheit. Wir haben schon mal, oder ich habe jetzt vor dem Video nochmal nachgeschaut, die erste Werbung auf Facebook wurde ausgestrahlt 2006, das heißt vor jetzt fast genau 17 Jahren. So, das heißt für uns einfach seit 17 Jahren, also jetzt mal vorausgesetzt, Nutzer haben seitdem auch schon Zugriff auf die Plattform, aber jeder Nutzer, der seitdem auf die Plattform gekommen ist, kennt Facebook, kennt Instagram nur mit Werbung. Rechts eine Werbeanzeige, im Feed eine Werbeanzeige. Das ist jetzt nichts, was erst seit einem Jahr irgendwie neu ist oder was das Produkt, also das Produkt war ja vorher nicht werbefrei, also war schon, aber nur eine ganz kurze Zeit mit wenig Nutzern. Seitdem es das Produkt Social Media, Facebook, Instagram gibt, ist es eigentlich mit Werbung belegt. Das heißt, wir gehen davon aus, und das ist jetzt auch so die erste vorherrschende Meinung, die es gibt, die Werbung da draußen, die stört jetzt nicht super viele Leute. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich ein Produkt genommen, wo ich jetzt auf einmal Werbung eingeführt habe, sondern die meisten haben es halt nicht anders kennengelernt. Das heißt, jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, ich zahle meine 120 € dafür im Jahr, damit ich keine Werbung sehe, das werden wahrscheinlich im ersten Schritt gar nicht die meisten tun, weil sie die Plattform, wie gesagt, gar nicht anders kennengelernt haben. Die zweite Sache, die ich mitgeben möchte, ist eine ganz simple Sache eigentlich. Und zwar, natürlich werden das Leute machen. Also wollen wir uns gar nicht vorverschränken. Es werden Leute diese Abos abschließen und es wird auch Leute geben, die dann keine Werbung mehr sehen. Wenn wir uns aber mal die Frage stellen, was sind das für Leute? So, dann sind das Leute, die einfach in den letzten Jahren wahrscheinlich so stark genervt waren von dieser Werbung, dass sie nur darauf gewartet haben, dass dieses Abo jetzt da gibt. So, was will ich damit nur sagen? Die Leute, die jetzt dieses Abo abschließen, ich bin mir sehr, sehr sicher, 90%, 95%, 98% von denen, die dieses Abo abschließen, hätten vorher ohne das Abo sowieso nicht auf deine Werbung geklickt. Also ziemlich, ziemlich sicher ist es genau so. Die Leute, die jetzt diese Abos abschließen, die sind und waren nie Teil von deiner Zielgruppe. Weil die haben nie Conversion-Ziele bei Facebook erfüllt, die haben seltenst mal auf Werbung geklickt, die wollten auch wahrscheinlich nie was über so eine Werbung kaufen. Also wenn man es so rum betrachtet, ist es eigentlich nur so, dass Facebook jetzt die Plattform vielleicht sogar ein bisschen befreit von solchen Nutzern, die vorher zwar in deinem Targeting drin waren, immer deine Werbung gesehen haben, vielleicht genervt waren, schlechtes Kommentar geschrieben haben. Eigentlich ist es für dich jetzt als Werbetreibender gar nicht so verkehrt, weil diese Leute sind von jetzt auf gleich gar nicht mehr in deiner Zielgruppe drin. Also das Geld, was du ausgibst, ist wahrscheinlich sogar effizienter ausgegeben, weil wir auf einmal im Targeting, wenn man es so möchte, Leute nicht mehr drin haben, die eh keine Werbung sehen möchten. So, und das ist schon mal ein Riesenvorteil, wenn man es so rum betrachtet. Eine letzte Sache, die ich dir noch mitgeben möchte, weil jetzt ich auch schon von einigen Partnern gehört habe, okay, Facebook ist irgendwie auf dem absteigenden Ast und wir wissen alle nicht, wie lange das noch dauert. Also erstmal rein an Zahlen bemessen, man kann es gerne nachgoogeln. Facebook ist nach wie vor eine der aufstrebendsten Werbeplattformen, die wir nutzen können in Deutschland und auch auf der Welt letzten Endes. Aber nur für den Fall, dass vielleicht irgendwann mal das Szenario eintritt, okay, Werbung auf Facebook ist jetzt oder auf Instagram, ich spreche jetzt immer für Meta, ist jetzt vielleicht nicht mehr so sinnvoll, will ich dir einfach nur einen Gedanken mitgeben. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit dem Abo zu tun, aber das kann ja langfristig irgendwann mal ein Thema sein. Nutzer im Online-Bereich werden sich immer irgendwo tummeln. Seitdem es die Erfindung Social Media gab, so nenne ich es jetzt einfach mal, wird es immer Sammelbereiche geben, wo sich viele Nutzer befinden werden. So, das ist jetzt im Moment Facebook, das wird auch die nächsten Jahre noch Facebook sein, da sind wir uns hier ziemlich sicher. Das ist auch Instagram, das ist auch TikTok, das sind irgendwelche anderen Plattformen vielleicht. Aber Fakt ist, Nutzer werden sich, und das ist ja nun mal auch der Sinn von einem sozialen Netzwerk, immer auf irgendwelchen Plattformen sammeln. So, und wenn das nicht Facebook ist, dann ist es in 10 Jahren irgendwas anderes, was es vielleicht noch nicht gibt. Wir haben noch Twitter, wir haben vielleicht irgendwelche Sachen, die von Google noch kommen. Aber Fakt ist auch, dass diese Konzerne nun mal ihr meistes Geld mit Werbung verdienen. Und
wenn sich Nutzer irgendwo sammeln werden, wird es auch eine Möglichkeit geben, dort zu werben. Dass dieses Prinzip wird sich niemals verändern. Und das, wie gesagt, ist jetzt mit diesem Abo-Modell auch eigentlich, hat das damit gar nichts zu tun. Aber für alle, die jetzt denken, okay, Facebook ist irgendwie auf dem absteigenden Ast und in 10 Jahren haben wir irgendwie keine Plattform mehr, wo es Sinn macht, noch Werbung zu machen, das wird nicht passieren. Also dieses ganze Thema Globalisierung, Social Media wird sich nur noch mehr entwickeln. Es wird immer mehr Sammelplätze, immer größere Sammelplätze geben für Menschen. Und dort werde ich auch immer Werbung machen können. Aber es gibt auch natürlich aktuelle Beispiele, mit denen man das Ganze jetzt vergleichen kann, die vielleicht nochmal klarer machen sollen, dass das Thema jetzt nicht so relevant ist, wie es vielleicht gerade dargestellt wird. Da sagt der Kollege aber noch ein bisschen was zu. Ja, ich wollte nochmal kurz ergänzen. Also man kann ja auch TikTok als Beispiel nehmen. Also vor 3 Jahren kannte es niemand oder es gab die App fast kaum. Und jetzt ist es fast genauso stark wie Facebook und Instagram. Worauf ich hinaus will, ist, wir wissen nicht, was heute in 3 Jahren ist. Ja? Also klar, also ich versuche dir vielleicht mitzuteilen, warum du keine Angst vor diesem Abo-Modell haben solltest. Und in erster Linie ist es natürlich so, vor allem auch unseren Partnern sagen wir das, es gibt nicht nur Meta. Das hat der Nico schon kurz angeschnitten. Also es gibt da ja noch Google, es gibt TikTok und es wird in Zukunft immer mal was Neues geben. Und man darf nicht davon ausgehen, dass es nichts Neues kommen kann oder sich durchsetzen kann. Wir haben am Beispiel von TikTok gesehen, dass es sehr schnell gehen kann, dass auch ein neuer Konzern ziemlich schnell da hoch leveln kann. Genau, ja, warum du keine Angst vor diesem Abo-Modell haben solltest, erstmal muss man natürlich sagen, gibt's nicht erst seit heute oder seit dem 8. November. Jeder, der YouTube kennt, der weiß, die haben das schon vor knapp 2 Jahren oder 1,5 Jahren, 2 Jahren schon gestartet, das Abo-Modell, wo Leute, die keine Werbung mehr sehen wollen, monatlich dafür zahlen. Ja, und mal rein statistisch gesehen, ich habe mir vor dem Video auch nochmal die Zahlen angeguckt. Mittlerweile haben wir, glaube ich, im ersten Jahr hatten wir 80 Millionen User von YouTube, danach waren es 50 und dann schon 30 Millionen letztes Jahr, letztes Jahr. Und man sieht, das sinkt, also die sind schon fast am Maximum angekommen. Und wenn man nochmal sich die Statistiken anguckt, YouTube hat 2,5 Milliarden tägliche User auf ihrer Plattform. Und davon jetzt 150 Millionen abgezogen, das sind ein bisschen weniger als 10%. Das heißt, wir haben immer noch die 90%. Und gehen wir vom Worst Case aus, dass bei Meta dasselbe so in 3-4 Jahren geschieht. Und wir sagen mal, Facebook, Instagram knapp 2 Milliarden tägliche User, also wirklich jeden Tag, die das nutzen. Und selbst wenn wir da 10% verlieren, haben wir immer noch die 90%. Also der Markt ist immer noch groß genug. So. Das zum einen, das hat ja Nico auch kurz angedeutet. Was aber auch sehr wichtig ist, man darf eins nicht vergessen, dass Facebook jetzt seit dem 8. November Geld mit Usern verdient, ist was komplett Neues. Das heißt, wie Nico schon gesagt, diesen Konzern gibt es seit 17 Jahren und die haben Geld verdient, womit? Mit Werbung. Das ist deren Haupteinnahmequelle, wenn nicht die einzige Einnahmequelle, die sie haben. Das heißt, die verdienen nichts mit deinen Posts, die verdienen nichts, wenn du etwas likes oder was auch immer, die sind auf diese Werbung angewiesen. Und jetzt nur mal ein bisschen weiter gedacht. Warum sollten die sich ihr eigenes Geschäft komplett vermasseln? Also wir tendieren oder beziehungsweise ich tendiere auch mehr in die Richtung, die Nico auch am Anfang gesagt hat. Man befreit ja auch ein bisschen den Markt. Wer es denn gar nicht sehen will, der hat auch vorher weiter gescrollt. Ja? Also du bist, letztendlich schaltest du wahrscheinlich in Zukunft noch effektiver Werbung. Es könnte passieren, dass die Views an sich günstiger werden. Es könnte, die Klickzahlen können auch natürlich weniger werden. Letztendlich sortiert der Algorithmus jetzt von selbst die, die eh nicht draufklicken, die aber trotzdem Ausstrahlung bekommen haben, von den anderen aus. Und das ist so auf jeden Fall unsere Empfehlung. Deine Zielgruppe wird weiterhin auf Social Media bleiben, deine Zielgruppe wird weiterhin deine Beiträge sehen oder deine Werbung sehen. Und, wichtig ist auch nochmal, um auch bei Nico nochmal anzusetzen, dass es immer eine Plattform geben wird. Also Meta macht das ja jetzt nicht, weil sie auf dem absteigenden Ast sind, sondern weil sie auch gesehen haben, dass andere große Social Media Netzwerke das auch tun, ja, sei es Twitter, sei es Instagram vorher schon mit dem blauen Button. Und klar versucht der Konzern dann etwas mehr von ihren Usern abzumelken. Aber generell wird sich da für die Werbetreibenden da nicht viel ändern. Wunderbar, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Also ja, man kann auf jeden Fall mitnehmen, diese Suppe wird jetzt im Moment noch ein bisschen heißer gekocht, als sie gegessen wird.
unterm Strich, wie der Kollege auch schon sagte, Facebook wird jetzt nicht anfangen, an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzen. Das ist nun mal einfach Werbung. Das ist, denke ich, klar. Und die Argumente, ja, haben wir jetzt lang und breit besprochen in diesem Video. Also lass jetzt auf jeden Fall jetzt irgendwie kein Grund zur Sorge sein oder kein Grund, die Facebook-Werbung sein zu lassen oder einzustampfen oder sowas. Es ändert sich erstmal gar nichts. Wenn es eine Auswirkung gibt, dann sind die Auswirkungen vielleicht sogar positiv. Das kann sehr gut sein, aus den genannten Gründen. Und ja, verfolge auf jeden Fall unsere weiteren Videos, egal was mit Meta und Instagram ist. Das hat Konstanz und dann wünsche ich dir viel Spaß. Sehen wir uns im nächsten Video wieder.